ist er denn? Naja, lass mal. Ey, geh mir nicht auf den Sack. Alter. Willst du mich verarschen? Scheiß ätzend, ey. Komm, komm, komm. Oh, Fortnite not responding. That's great. Das ist super. Machen wir das nochmal. Oh, 2 Stunden Zeit. Hinne. Da habe ich doch einen anderen Frame für. Ja, genau. Simon, moin. Marcel, moin. Meine Moin. Shalom. Mein Fortnite ist abgekackt. Muss erstmal neu starten. Ich habe ganzen Morgen gearbeitet und geputzt und geschrubbt und gemacht an der Bar. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen. Ja. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Boah, mach hin, ey. Gaming. Dude, es gibt doch nur einen. Playlist. Zocken. Dön. Video Language ist egal. Alles klar, Nico, danke. Victor von Loot, das ist doch ein guter Zockname, ey. Diese Season ist in 2 Wochen endlich vorbei. Wird langsam echt Zeit, ne, Victor? Es ist ja schon relativ öde, immer den gleichen Kram zocken zu müssen. Wir armen, armen Leute. Ach, guck. Geht also doch so. Ja, mach ich das. Schulaufgaben sind auf jeden Fall wichtig. Die alte Punk kommt zurück. Ja, hoffe ich auch. Kommt der Spielesound eigentlich überhaupt an? Grammy ist gefühlt der einzige Trainer, der bei der PK Glück aufgesagt. Grammy ist auch ein geiler Name, muss ich sagen. Also finde ich. Grammy. Mhm.
dir, ihr bekloppte Haare. Will ich nicht. Uah. Was hat Trump seine Tochter, ey? Mit dem ganzen Gold sieht er. Ah! Ah, komm, egal. Was gibt's denn für bekloppte Aufgaben? Assault Rifle Damage. Reach Speed 88 in the Whiplash. Find a Maple Syrup Stash at Hunter's Haven. Boah, wie öde. Ne, warte. Erstmal hier am Locker. So geht das. Moin Leroy, alles fit? Hört man den Game Sound? Hast du die Pressekonferenz gesehen? Es gab nicht die üblichen Phrasen. Nee, stimmt. Wurde auch Zeit, ne? Dass da mal was anderes kommt als die üblichen Phrasen. Sonst wäre es ja echt übel. Sonst wäre es echt übel. Nee, ich war schon eigentlich ganz froh mit der Pressekonferenz. Ich zocke einfach jetzt immer auf dem Boot. Wow, gesund. Danke sehr. Danke, Viktor. Dich habe ich ja auch noch nie gesehen auf dem Kanal, oder? Viktor von Loot. Gesundheit, danke. Ich brauche noch irgendwie 4000 Gold oder so, um den letzten Step da. Marcel, Blackie, Boy Botschafter, hast du schon FIFA FM 21 weitergemacht? Gesundheit. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, sorry. Ich hab's mal zu Hause auch nochmal angespielt, aber irgendwie war mir zu langweilig. Ich muss mal in einer ruhigen Stunde muss ich mich da mal hinsetzen. Boah, da sind die alle schon wieder am Abräumen da draußen. Komm, ich muss Gold sammeln, das ist alles, was ich will. Im Bett ist manchmal Gold da. 20. Das hört sich an, als wären die mit Nähmaschinen schießen. Brrr. Eine Waffe wäre so langsam mal gut. Ah, okay, dahinter. Ja, die Presse, ich fand die Pressekonferenz auch gut. Was hat der Klo da? Nee. Oh. Die ist zwar etwas unpräzise, die Kanone, aber ist ja egal. Was glaubt ihr, wer heute gewinnt? DFB-Pokal.
Holstein Kiel oder Rot-Weiß Essen? Ey, warte doch mal. Stream ist gerettet. Tom Auda. Drin. Ich brauche Gold. Viel Gold. Kiel, ja, ich hoffe auch Kiel gewinnt, Marcel. Marcel ist doch nicht schlimm. Du bist doch sowieso immer dabei. Das weiß ich doch. Nehme lieber die. Die AK ist natürlich und immer viel zu... Oh, blau nehme ich. Kommt der Kacksturm? Oh, da habe ich aber einen Weg vor mir. Naja, egal. Ja. Gold. Gold. Ja. Das ist besser. So, jetzt muss ich mir die Proletenkarre besorgen und damit 88 fahren. Das Buch habe ich schon geholt, brauche ich nicht. Gehen wir dahin. Ich brauche auch viel Gold, habe daheim zu wenig. Ja, ich habe das gleiche Problem. Es ist aber auch übel, ne? Warum ich mit diesem bekloppten Auto fahre? Weil eine der Aufgaben ist, 88 Meilen damit zu erreichen. Geschwindigkeit. Fertig. Und zurück. Ja. Lohnt es sich, die PK zu sehen? Auf jeden Fall. Andreas Senn, Schalke Amokläufer, ja. Das passiert, wenn die, wenn ich die Aufstellung krieg am Freitag und der mit einer Spitze spielt, dann passiert das hier. Das wäre mal cool, ey, aber wenn die. Aber ich glaube, die haben bei Fortnite haben die aber kein Zeckentrikot rausgebracht. Ist ja auch richtig so. Mit Recht. Wie der Kessi so schön sagt. Mit Recht. Oh, da ist oben eine. Kacke. Naja. Das Blöde ist, dass wenn man die schlägt, dann zählen die Christen die Truhen nicht als gesammelt. Naja. Naja. Mein Leben ist halt hart. Bei dir sind die Spiele morgens, oder? Ja. Ja. Also, was heißt morgens? Also halt sechs Stunden früher. Zeitlich gesehen natürlich kommen die gleichzeitig, aber... Du bist der Erste, bei dem ich Müllneid gucke. Müllneid? Das ist, also ich finde das gar nicht schlecht, das Spiel. Für so mal so auf entspannt ist das richtig cool. Warzone, da muss man sich mehr anstrengen. Oder generell Call of Duty muss man sich mehr anstrengen. Wahrscheinlich für den Spruch werde ich jetzt gleich mal umgelegt. Was ist da? Alter. Alter! So. Ist sie wohl verkohlen.
Nehme ich das. Und. Nee, das war falsch. Nein, das war falsch. Das will ich. Mann, ey! Wo bist du denn, du Vogel? So albern. Das will ich. Ich will die AR-15 haben. Da. Alter, Blake. Was ist das denn? Seit wann ist die denn wieder drin? Das ist auch cool. Jerseys von Manchester City, Schalke. Ach so. Ach, siehst du? Krit weiß das alles. Gut, dass er da ist, ne? Ich weiß gar nichts, sag ich immer. Na, ess doch mal ein Äpfelchen. Was habe ich denn jetzt dafür vertauscht? Oh, bin ich doof. Irgendwas habe ich jetzt dafür liegen lassen, ne? Die Scheiß. Dann nehme ich halt das Ding. Ist eh cool. Ach, Google ist mein bester Freund. Ja gut. Ja gut, was immer, was auch immer funktioniert, ne? Ist ja egal. Aber du warst der Geheimagent der Botschaft und hast es herausgefunden. Mal landen hier doch mal diese Spacken. Wo sind die? Ah. Ah. Das hört sie an, ey. Wie Durchfall. Ja, komm. Ist egal. Oh, nee, ist nicht egal. Zeckenbus sind die gekommen. Dann aber da sieht aus wie Max Meyer. Gar nicht, der sieht aus wie Hüntela. Aber hast schon recht, ja. Habe ich mir aber nicht so ausgesucht. Ernsthaft? Scheiße, ich habe nicht darauf geachtet, dass ich dass das schon im 2-Sekunden-Takt ging. Na, das war ja blöde. Kannst dich drin spiegeln. Das war ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Zuckerstangerl. Oh, ich muss mal jemand machen.
Blub. Ey. Boah, ey. Ich habe hier definitiv zu viele Kabel. Ein Mainzer. Zecken. Upsala. Los. Schalke ist der geilste Club der Welt. Das sieht auch, das ist einer der beklopptesten Skins, finde ich, dieser Desperado mit dem Pfannkuchenkopf. Mal ein leckeres Hallo, hervorragend. Ich mache mir jetzt schon mal einen Stauder auf. Jetzt schon. Nee, 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 komm. Ich meine, machen wir, obwohl doch. Ach, bei euch ist ja schon 4:30. Geht ja. Oh. Marcel, ich habe das Gefühl, dass am Freitag ein richtiges Not gegen Elend Spiel wird. Aber Schalke gewinnen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird richtig Hammer. Glaube und Hoffnung. Ihr kennt das ja bei mir, glaube ich. Ja, die Daniel Franke, die Pressekonferenz fand ich gut. Auf jeden Fall war das Zehnfache an Feuer drin. Also selbst, war ja auch nicht schwer. Ich finde, der hat sich gut präsentiert. Er ist ja auch Ruhrgebietsperson. Aber das ist eigentlich auch Latte. Solange der ein cooler Typ ist. So kennen wir das ja im Ruhrgebiet. Solange du cool bist, bist du willkommen. Bist du doof, bist du. Ja, bist du halt doof. Drei und Schalke, richtig, Andreas. Der ist auch Andreas, genau wie ich. Andreas, ja genau. Andreas Sendt. Ja. Was mache ich überhaupt? Ja, komm. Gehen wir nach vorne hin. Da geht schon einer. Na gut, ist ja egal. Muss eigentlich jeder Streamer so eine blöde Shisha haben? Ist man mit, ohne Shisha nicht mehr cool? Hervorragend, euer Optimismus immer. Ja, muss ich doch hier. Tag Andreas, bist du auf dem falschen Kanal online? Nö, ich bin auf allen Kanälen. So, wenn ich das Schalke-Trikot trage, dann finde ich, darf ich auch ruhig hier zocken. Oder nicht? Wo ist er denn? Ich hab den doch gerade irgendwo hier rumschwucken gehört. Rumlatschen gehört. Pistole brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich. Eben nicht.
Alles abgeräumt hier. Man muss so ein Spiel machen. Rumrennen, Leute abschießen. Shisha-Läden werden hier im Pott hochgenommen, diese Pfeifen. Sieht aus wie Gramotz, das wieder zum Training geht. Ich weiß noch nicht, was der Shisha-Kram. Also obwohl, ja, ist. Ja, was weiß ich. Kommt auch an, was man dann raucht, denke ich. Klick. Gold. Schön. Ja, irgendwie ist hier niemand. Oh oh. Mädchen. Dimitrios Gramotsis. Opa, eras. And now we dance. Drin. Drin. Nur weil ich das Lied gestern einmal kurz angespielt habe, habe ich von YouTube einen Strike wieder, nicht einen Strike, aber eine Verwarnung bekommen. 20 Sekunden. Drin. Drin. Unglaublich. Eiskalt. Boom, genietet die Alte. Toysi. Ja. Hü, hüpf. Blansch, blansch. Oh Mann, ey, ich will aber beides haben. Ja, komm, egal. Couch. Ja, komm, keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Gesehen, du hast wieder gegen Freiburg getippt. Gegen wen spielen die nochmal? Ach so, ja, Leipzig, ne? Ich würde ja gerne andersrum tippen, aber. Also. Was soll ich sagen? Ey, was soll das denn? Schmeißt er mit einer Granate nach mir? Ja, Freiburg, schöner wäre es, wenn sie gewinnen, Freiburg. Das ist völlig klar. Also da, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Eine Fliege auf dem Bildschirm gekackt? Ne, doch. YouTube ist der pingelig, was Rechte angeht, da würde ich auch aufpassen. Und glaube, mit 3-5 kriegst du einen Strike und du darfst nur 3 Strikes haben. Ja, da muss ich auch vor. Letztens hatte ich hier Madonna, Ray of Light, war hinten, haben sie in der Bar gespielt und das war trotzdem noch laut genug, damit ich einen am. Damit ich einen reinkriege. Kuckuck. Seid ihr? So, da hinten. Da sind nur 30 Leute da. Ein bisschen
Pistolchen. Nee, brauchen wir das nicht. Das wollen wir aber schon noch aufmachen. Punkt ist Punkt. Wunsch ist Wunsch. Ja, YouTube ist echt pingelig. Boah, ich kann es kaum erwarten bis Freitag. Ey, noch nie war ich so gespannt, glaube ich. Nein, nicht nachladen jetzt. Alter. Ah, bin ich doof. Das war ja wieder mal ganz blöd. Jetzt weiß ich auch den Nachteil von der Uzi. Die muss ja alle zwei, drei. Wie blöde, ey. Dämlich. Stupid. Ja, mach hin, ey. Mann! Mann! Ach guck, das ist Bob der Baumeister, ey. Battle Royale. Guten Tag zusammen, sagt sie, die Frau, Milena. Shut up. Assault Rifle, Maple Syrup in Hunter's Haven. Maple Syrup in Hunter's Haven. Nö, da will ich aber nicht hin. Ich will ja Leute umbringen. Also ins Spiel natürlich nur. Milena eben ist Milena Dumdum. Nach 30 Tagen ohne Abo, jetzt ist es da. Was denn? Was ist da? FW. Kai Matto. Hi, Glück auf, Kai. Hast du, FW? Hast du ein Abo bei mir abgeschlossen? Nach 30 Tagen? Schwarz gucken? Ich will Metal. Ich will Metal. Gib mir... Okay. Oh, hier, Angeln. Da findet man eigentlich die besten Waffen. Und wie gesagt, ich spiele da... Upsala. Ich spiele das Spiel ja eh nur wegen des Angelns eigentlich. Das am meisten das realistischste Angelspiel. Fortnite. Drei Backpfeifen. Mahlzeit. Und der David vom HFC. Auch Mahlzeit. Da rennt jemand. Und ich habe keine Waffe. Ah. Ey, geh weg. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auch einen Sack. Ja, Mädchen. Wer rennt auch mit dem Kleidchen in der im Sumpf rum? Ist ja blöde. Angelsimulator. Ja, genau. Doch, komm, machen wir. Besser ist das.
Dann sprünge ich übers Blätterlein. Ich hab Hunger. Was soll ich heute mal essen? Burger King, McDonald's, Wendy's. Lass mich doch mit den Dingern in Ruhe. Die braucht doch kein Mensch. Na gut, den will ich aber auch noch haben. Die Orangen sind gut. 50% Gesundheit innerhalb von Sekunden. Sag doch, hier kriegt man gute Waffen. Wer ist er denn? Oh. Nehmen wir mit. Köttbullar in Tomatensauce. Das wäre auch eine gute Sache. Baconator natürlich. Ja, Gyros Tzatziki Pommes. Das wäre richtig gut. Gibt's hier aber nicht. Also zumindest nicht so, dass es essbar ist. Für unsere ruhrgebietsverwöhnten Zungen. Weiße. Schon jung. Sind noch 47 Leute da. Köttbullar. Ikea haben wir. Ikea haben wir, ja. Ikea haben wir. Das ist von hier so, ja, 15 Minuten. Das wäre eigentlich mal eine Idee, ne? Da hinfahren, ein bisschen Knäckebrot holen. Kalle, diese Fischpaste, die ist auch gut. Ich dachte, ich hätte hier gerade jemanden gesehen. Ach, da hinten. Ikea ist in der Nähe von Boston, vielleicht 45 Minuten Fahrt. Boston habe ich meine Show gespielt und dann danach die nächste, dann sind wir, am nächsten Tag sind wir nach in Maine, Portland, Maine. Das ist eine coole Stadt, finde ich. Der Lobster war scheiße, muss ich sagen. Den habe ich mir besser. Was? Gibt schon wieder was Neues auf Schalke? Bombe hochgegangen oder was weiß ich? Nicht so Alarm gekriegt. Dimitrios, Gramma, ach so, die sabbeln jetzt alle natürlich nur. Ehrgeiz, bla bla bla, Team, Mannschaft, bla 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 bla. Just einfach nur gewinnen. Nicht. Scharfschütze Andreas trifft auch die kleinsten Zecken auf einen Kilometer Entfernung. Boston Cambridge hat eine starke Konzertszene. Das kann ich mir vorstellen. Cambridge. Eine wunderschöne Universität. Nix, renn! Ich bin doch doof! Oh, da ist der. Kennst du das, wenn der Sand, wenn du langsam anfängst zu versinken und dann kannst du ihn nicht. Oh, okay, was sagt denn Gramostritz? Wo AstraZeneca gefragt ist, mir egal. Ja. Wochenende heißt es abhauen. Ja, zum Auslippen. Lötföttball International S04 mit Interesse an Den Haag Talent.
Bei ADO Den Haag erlebt Milan van Ewijk in dieser Saison seinen Durchbruch als Profi. Seine Karriere könnte der 20-Jährige ab dem Sommer womöglich in Deutschland fortsetzen. Drei Clubs haben den jungen Rechtsverteidiger auf dem Zettel. Rechtsverteidiger? Football International behalten der FC Schalke 04, der Hamburger SV und der SV Darmstadt die Situation des 20-Jährigen hinsichtlich eines Sommertransfers im Auge. Ha, her mit dem holländischen Gemüse. Ja. Klausel bei Gromotzis, wer wird neuer Sportchef? Unklar, ja. Ja, alles unklar. Schröder hält. Stoffelshaus. Ausstiegsklausel, das ist mir egal. Ja. Sind Rechtsverteidiger her damit, ja. Das war's, das stimmt. Was wollen die denn mit den ganzen Anwälten? Den habe ich schon mal gebracht, den brauchen die noch mal. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Schwupp, schwupp, Kartoffelsuppe. Jetzt schon online ab 18 Uhr nicht mehr. Doch, doch, doch. 18 Uhr ist das Normale. Sascha. 18 Uhr ist das Normale. Boah, nee. Boah, da habe ich ja wieder eine Runde versaut und da habe ich Zeitverschwendung. Komm, gehen wir hier zum Apfelbäumchen. Strategic Investment in OX Fulfillment Solutions. Wo ist noch Strategic Investment Supply Chain? Ja, ist doch gut. Warum kacken die denn da rum? Idioten. Ach so, okay. Ja. Florian Wirtz von Pillekusen in Quarantäne. Ja, die Seuche hat uns fest im Griff. Ich treffe einfach keine Menschen, fertig. Die einzige, die mit mir reden darf, ist meine Frau und Trisha. Und Richard. Und Cheyenne. Und Adra.
Super Spreader. Yeah. Boah, jetzt hast du mich auch was gebracht mit der Köttbullar. Jetzt muss ich wahrscheinlich echt zu Ikea fahren. Bisschen einkaufen da. Kein Gold. Schade. Wo ist Tante? Hier. Die hat die Hammer aus. Destroy a Hay Bale. Dass die echt, also denen fällt nichts mehr ein, den Leuten. An coolen Aufgaben. So, dafür kriege ich jetzt 80 Gold. Das sind so viel wie vier Betten zerstören. Obwohl jetzt ist das Gold nicht mehr ganz so oft in den Betten. Hide in a hay pile. Hey, okay. Was für ein Quatsch, Mann. Und jetzt fragen Foraged Items. Runtergefallenes Obst. Oder, nee, weiß ich nicht. Da krieg ich dann wie viel für? 120. Yay. So, dann haben wir da alles Gold verdient, was man verdienen kann. Die Gas die Woche im Kaufland im Angebot. Komm schön. Lecker, lecker Kaufland. Ich muss doch mal wieder Fleischsalat machen. Gibt's hier auch nicht zu kaufen. Die haben einfach keinen Geschmack. Gott, ich muss nach Hause. Kaufland. Kommst du mit zu Kaufland? Und kaufst mir ein Bier. Ich. Ach, wieder nur so eine Kacke. Und hör auf, da zu versinken, du Spalleck. What Harvest Stone? Wow, da ist. Es kommen immer wieder versteckte. Ups, das is ist es nicht. Aber Stone. Klar mache ich das. Wie viel soll ich da harvesten? Boah, noch 20.000. Obwohl, das geht. Das geht. Natürlich, Daniel. Gibt's um 18 Uhr Livestream.
Ich habe bloß meinen ganzen Quatsch erledigt und hatte jetzt keinen Bock mehr. Und habe ich gedacht, ach komm, dann kannst du auch mal live ein bisschen zocken. Weißt du? Wo bist du, du Ratte? Da Ratte. Wo ist er denn? Scheiße, jetzt habe ich nicht geguckt, wo der hingerannt ist. Ja, dahin wohl nicht. Eine Wüste-Wüstenschießerei. Renn, Klaas, renn. Die nehmen wir, ne? Drachenfeuer. Banane. Ich glaube, ich habe zu früh abgebrochen. Habe gerade die PK gesehen, habe ein gutes Gefühl. Warum hat Schneider den nicht geholt? So ein Eierkopf. Sprühfeuer. Steinchen. Steinchen nehmen wir besser. Besser als Holz. Wo war der denn jetzt? Die große Schama? Nee, doch. Hi, Herr Lama. Am besten war die Toysi, am besten war die Frage von dir, das große Schlamann. Herr Gramotzis, warum tun Sie sich das an? Ja, also ungefähr hat er gefragt, ne? Oder genauso, weiß ich nicht mehr, aber dafür hat er eigentlich schon verdient vom Kopf. Weil unsere Mannschaft minus zwei gute Leute hat. Fertig aus. Die müssen einfach nur richtig erweckt werden. Herr Lama sagt, Fragezeichen, kannst du mich edden?
Jetzt im Augenblick gerade nicht. Aber wenn du mir eine Anfrage schickst, kann ich das ja. Ach so, da. Hallo, Brody. Wo seid ihr denn? Bin ich gleich heruntergesniped. Ach so, hier soll irgendwo so ein blöder Pott mit Honig sein. Oder nee, Sirup. Ja gut, das ist der gleiche Scheiß. Toll, sie merkt dir große Schama. Danjo, Mahlzeit. Hat er jetzt von da oben geschossen oder wo? Oder von da unten? Oh. Alter! Die ist ja schon wirklich schlecht, ne? Aber so wie ich jetzt auch da drauf geschossen habe, das war ja allerübelste Dingsbums. Warum wir Baukünste vom Feinsten. Einfach irgendwo so Dinger hingeballert. Ne, ich komm, ich nehme lieber die. Da brauche ich. Da. Nein, lass mich doch. Da hinten ist er. Ratte. Hallo? Ah. Schalker Botschaft-Fan. Ey! Wie ist es? Ich glaube, ich verkacke hier. Naja, alles klar. Um 18:30 geht's los. Um 18:30. Was ist um 18:30? Ach, Kiel. Andreas, der Vollstrecker. Ja, ich habe gerade nicht so toll gespielt. Vier Kills und dann total verkackt, total bekloppt auf die Troller dazu gerannt. Ey, das war richtig doof. Aber ich mache viele solche Fehler. Ich konzentriere mich halt nicht. Konzentrieren ist doof. Starker Botschaft-Fan. Was geht ab? Was geht ab, meine Echten? Meine echten. Ja, Bro, Bro. Ich dachte, da wäre jemand. Ist aber nicht. Daniel, ich hab's gerade vergessen. Bist du für Kiel? Ich bin dem VfB Stuttgart dankbar. Sonst hätten wir noch immer keinen Umbruch da bei Schalke. Bei Schalke, bei unserem geliebten Verein Schalke. Ach so, Danjo hat auf Kiel gewettet.
Ach so, schön, sauber. Ja, dann hoffe ich mal, dass du gewinnst. Ich muss das leider, ich habe ja kein Sky, ich muss das leider auf so einer gecrackten Seite gucken. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Werbung und ob das überhaupt alles hinhaut. Aber ich werde es natürlich. What? Do my orders. I was just saying hi and bye. What? I had to go to the bank, give them money for rent. Hi. Hi. Thought you could hear. I thought that muted. Anyways, I did orders. I'm going to the bank to go get your rent. Okay. Okay. I'm hungry. Are you hungry? I'm not. What do you want? Text me what you want. Well, where do you get by? Where do you drive by? What is easy? McDonald's, whatever. Burger King. Wendy's. No. What do you want? Use your words. You're an adult. Two Big Macs and two cheeseburgers und a large chocolate shake. Ha. Bye. You want me to cash that up my other check, or are you just figuring doing that? The one for the month. Because you didn't write one last time, you said you took care of it, so I don't know if that's a thing or what's going on. Because Oh. that's what pays the majority of my rent. Yeah. Yeah. Shall I? No. Just take the leftover and then I put that Okay. in. Hallo. I'm hungry, Andreas. My Magen is empty. Absolut. Jan Brenner, ich bin froh, dass wir 4-1, 5-1 noch kassiert haben, sonst hätte die Truppe wieder eine Ausrede gehabt. Wir sind ja zurückgekommen. Ja. FW lacht sich da gerade schlapp. Warum? I'm hungry, my Magen is empty. Well, it is the truth. Königsblauer S04. Königsblau ist Schalke. Nehme drei Hot Dogs. Was hast du jetzt bestellt? Zwei Big Macs, zwei Cheeseburger und ein Schokoladenmilkshake. Was soll ich machen? Hab halt Hunger. Wohl, weiße. Für ein Huni, ey, vielleicht sollt ihr auch noch mal was wetten. Obwohl, nee. Ich kann ja nicht. Obwohl, nee, wenn man einen über hat, dann mal ein bisschen auf einen Außenseiter wetten, das ist immer eine ganz coole Sache. Ich trinke ja nicht. Gehe in keine Kneipen. Ich lebe ja in einer. Wäre vielleicht mal spaßig. Geh nichts blau, ich Schalke. Wer Hunger hat, muss essen. Ja, ist korrekt. Gehen wir einfach mal irgendwo raus. Ist doch egal. Ach so, nee. Hier. Was ist das denn? Das hat sich aber verändert da ein bisschen. Nee, doch nicht. Da kann man auf jeden Fall schnell Steine abbauen. Und ich brauche ja noch 10.000. Wer Hunger hat, was essen. Solange man lebt, so soll man rauchen. Dafür brauche ich die noch.
Kistchen wäre schon schön irgendwo. Irgendwo, irgendwann. Aber ich muss nur Steine abbauen. Ah, da dachte ich, das geht schneller. Reiß die Bude ab, reiß die Bude ab. Fortnite Hooligans, Sieg oder Spielabbruch? Wetten geht ab und zu mal, mach das ein, zweimal im Monat. Kannst ja kleine Beiträge setzen, Beträge setzen. Aber dann lohnt sich halt nicht, finde ich. Ja, stimmt, Mahlzeit. McKennie wurde verpflichtet von Juve, ja. Ja, die Nachricht habe ich auch bekommen. Ja, leider. Ich hätte ihn gerne bei uns wieder gehabt, irgendwie, irgendwann, irgendwo. Naja, vielleicht, wenn er 40 ist. Ey, warte mal, ich bräuchte erstmal eine Waffe hier, Spacken. Da. Und dann auch gleich noch eine schöne. Ist er? Idiot. Hi Fisch. Hallo. War alles, was er dabei hatte, habe ich den nicht hier irgendwo? Na, egal. Steinchen. Ja, Kohle ist Kohle, ne? Im Augenblick ist das für uns gar nicht mal so schlecht. Ich hätte ihn zwar gerne auf Schalke gesehen, den McKennie. Weiterhin. Oder irgendwie durch irgendwelche Umstände, aber naja. Dann hätten wir Hoppe und McKennie. Das ist gut für Schalkes Merchandise-Absatz in den USA. Immerhin Planungssicherheit jetzt. Ja, das haben sie da auch geschrieben, ne, mit der Planungssicherheit. Naja. Naja. Was mache ich denn? Ich dachte, da hätte ich einen hüpfen sehen. Hab ich aber nicht. Hab ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. 25 Mille. Daniel sagt, naja, der Schalke hat jetzt den Turbo einlegt und noch nicht absteigen will, wird das nichts mit unserem Duell gegen FCN. Naja, dann halt übernächste Saison. Wir kommen nach. Wie geil wäre das? Also wie gesagt, so wie das in der Presse. Ich glaube, die reden das Ganze auch hoch. Die kennen ja auch das Restprogramm der anderen Vereine. Also so sicher, dass wir abgestiegen sind. Ich sehe das, wie gesagt, auch aufgrund von Wahrscheinlichkeiten sehe ich das nicht so sicher. Aber ich will mich da auch nicht so weit raushängen. Sonst sagen wir alle, du Idiot, da habe ich schon gesagt. Ist das da der Bauarbeiter-Simulator? Ja, MK. Fortnite ist also Bauarbeiten und Angeln. Das ist, wo es drauf ankommt. Da ist die Kamera. Das ist, wo drauf ankommt. Schon wieder was Neues.
Gruß von meiner Tochter. Schalke Botschaft für einen Gruß an deine Tochter. Habe ich gerade überlesen. Ist aber beim Zocken immer ein bisschen schwierig. Plus und? Ja, nee. Plus und. Plus und. Plasünte. Demetrios Gramotzis heißt der neue Trainer des FC Schalke 04. Nachdem ihn der aktuell sportlich verantwortliche Peter Knebel im Gespräch überzeugen konnte, hat sich der 42-Jährige heute in einer Pressekonferenz... Ja, haben wir doch alles schon... Das wissen wir doch alles. Diese bescheuerten Nachrichten. Steinchen. Ich werde mal eine Runde FIFA-Karriere zocken nebenher. Da habe ich McKenny zurückgeholt von der Leihe. Ja, gute Wahl. Kamotze sagt heute, er muss das Team erstmal genau kennenlernen. Ich vom Fernseher, nein, tu's nicht. Ja, witzig, dass Kamotze sagte, er muss erstmal die Namen lernen. Hat er gesagt? Habe ich so nicht mitbekommen, aber wenn, dann ist halt definitiv witzig. Bin mal auf die Aufstellung am Freitag gespannt. Hoffe, es bleibt nicht alles beim Alten. Ey, dann dreh am Rad. Ganz ehrlich. Wer schießt hier auf mich? Also, wenn alles beim Alten bleibt und der mit einer Spitze da rumgurkt, ne, dann kriege ich aber dann. Dann werde ich böse. Stein. Nein! Ah, verdammt! Boah, bin ich doof. Danach hätte ich mich verkriechen sollen. Gesundheit auf Dings. Ja gut, ich bin halt nicht konzentriert. Jan Bremmer, von mir aus mit einer Spitze, die sollte dann aber nicht Hoppe sein. Wer denn? Wir müssen gefährlich sein, wir müssen auf Tore. Geht gar nicht anders. Gut, oder man spielt das 1-3, Rest ist egal. Dass man dann eine vernünftige Spitze hat, aber dann mit einem guten Zehner in der Mitte und dann rechts und links auch Leute, die halt eben auch mal ein Tor schießen können. Also wie Raman, Serda. Ja, wer noch? Gulasinac, aber der muss ganz links bleiben. Raman muss bitte in den Sturm. Sehe ich auch so, Toysi, absolut. Ultimativ. Ja. Was ich auch cool finde, irgendwie meine ich irgendwo so von dem Ganzen, was ich so lese und so weiter, war das, ist das echt so was wie sein Traum. So, der wird da richtig viel reinbuttern, glaube ich. Ja. Moin Jungs, geiler Skin, Andreas. Ja, ne, danke. GE 1904.
Kacke. Geh bloß nicht auf meinen Berg da, du. Ah! Zu früh aufgemacht. Botschaft da, wir schaffen das, believe me. Ich bin auch guten Mutes. Ich gewinne da auch nicht alles auf Ultimativ. Auf Ultimativ zocke nicht, da habe ich keinen Bock. Ich will gewinnen. Tag. Boah, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Yes, we can. Yes, weekend. Hi. Wenigstens gibt es noch Leute, die noch beschissener zielen als ich. Hey! Komm. Mit Pistole ist immer schön demütigend. Ey, Tönnes, da. Nicht mich jetzt umbringen. Ich habe gerade so viel Geld ausgegeben. Erstmal eine Sicherheit. Das mache ich nicht oft genug.
Tom. Tochter freut sich und kocht mir ein Mahl. Sehr geil. Heute Prediction für Freitag bei Fortnite. Nee, lieber nicht. Dazu bin ich nicht so, da bin ich nicht gut genug für. Das will ich nicht versauen. Wenigstens gibt Leute bestimmte Ziele als ich. Hast du da in unsere Mannschaft gedisst? Das ist ja. MK. Also bitte. Lustig aber. PC, Lone Wolf. Dimitrios Braut Kramotzis? Das habe ich aber so nicht dann gesagt oder gemeint. Die Braut. Das habe ich gar nicht gesagt. Steinchen. Ach komm, hier, Pilze holen. Nee, Steinchen holen. Ich will meine 15.000 XP haben. Wofür? Keiner weiß es. Denn man kann ja eh nie aufsteigen. Ah doch, insgesamt beim Player-Level, ne? Gibt's aber auch nichts für. Eigentlich ist das reine Geld aus der Tasche Zieherei. Oh. Ratte. Nee. Jawohl. Ey. Ja, da geht doch. Schön. Schön angewärmt. Pam, einen Kopf. Heidewitzka, Herr Kapitän. Gehen wir in den Sturm. Wen habe ich denn jetzt hier verlassen, den ich nicht verlassen wollte? Echt, die Kohle können wir lieber unserem Club spenden. Die Frage ist nur, wo die Coins. Ach so, ja. Wo sind die Coins besser angelegt? Ja. Ja. Fleischkäse. Was ist das der? Wer ist das da mit der Knarre? Timo Becker. Weil Frisur hatte ich eher so an den Hunter gedacht, aber Timo Becker könnte. Ja, nee. Nein. Das ist doch nicht unser Timo. Der Becker. Aus Herten. Gehen wir außen rum? Nö. Steinchen.
sollte er eigentlich ein Pfefferschötchen haben. Lauf mal ein bisschen schneller, du Kanaille. So kommen wir da doch nie an. Nun los, Schubert. Olaf. Rückennummer, ich glaube, konnte man, aber ich habe aber gesagt, nö, lass mal. Thank you. Was it enough money? Oh, thank you. Thank you so much. Flup, flup, flap, flup, flip, flap, flup. Getting my nose pierced. Today. Do what? Getting my nose pierced today. Oh. Thank you. Thank you very much. Ich streame am Freitag, Daniel, ja? Boah, wieso sind denn da vier? Sind gar nicht, sind drei, okay. Okay, so, jetzt muss ich essen. Denn gleich gehe ich ja auch schon online, ne, wa? Essen fertig, ich hoffe, mein Hund benimmt sich. Dahin, dahin. So. So, dann stelle ich jetzt mal alles um und dann bin ich ja gleich in 25 Minuten wieder da, ne? Also, wenn ihr Bock habt, natürlich. Wenn nicht, dann eben nicht. Obwohl, da bin ich sowieso, aber, na. Alles klar. Guten Appetit, sagt der MK. Ja, danke. Und an euch alle, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich. Ne? Wenn ihr Lust habt. Entstehen.